Achtung, hier spricht die Polizei. Es kommt zum Austritt von Chemikalien, welche die Atemwege reizen und die Gesundheit schädigen. Bitte suchen Sie geschlossene Räumlichkeiten auf und schließen Sie Fenster und Türen. Kurz nach 16 Uhr wurden wir informiert von dieser Brauerei hier in Theisendorf, von Angestellten, dass es einen Betriebsunfall zuvor gegeben hatte. Aus Behältnissen sind wohl chemische Stoffe ausgetreten, die dann zu einer Art Wolke geführt haben, die hier deutlich zu riechen, zu schmecken war und dann abgezogen ist. Zwei Personen kamen mit Atemwegsreizungen vorsichtshalber zur Behandlung, mal zur Untersuchung in Kliniken. Es sind 300 Einsatzkräfte, darunter vor allen Dingen natürlich die Spezialisten von Feuerwehr und Polizei hier vor Ort, die derzeit in dem Gebäude ihre Untersuchungen machen und schauen, wie man diese Leckage an diesem Behältnis abdichten kann. Ja, wir haben natürlich über Rundfunk die Bevölkerung aufgefordert und gewarnt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die bei solchen Betriebsunfällen Usus ist, eben um Gefährdungen auszuschließen, sicherzugehen, dass sich niemand in einen möglichen Gefahrenbereich begibt. Aber wir stehen ja hier selber in unmittelbarer Nähe dieses Gebäudes und die anderen Einsatzkräfte, insbesondere die Spezialisten von der Feuerwehr, haben mir gesagt, dass für uns hier keinerlei Gefahren bestehen. Ja, wie lange es dauern wird, kann ich noch nicht abschätzen. Wie gesagt, die Spezialisten der Feuerwehr vom Gefahrgutrupp, die Kollegen auch, sind derzeit im Gebäude vor Ort und schauen sich diesen Tank an und müssen jetzt halt eben schauen, welche Maßnahmen getroffen werden können, um diese Leckage abzudichten. Ich vermag noch nicht zu sagen, wie lange der Einsatz noch dauern wird.